Danke. Ja, hallo, wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Carmen, das ist Doma, wir sind die Mediengruppe Bitnik. Erstmal nochmal herzliche Gratulation an Netzpolitik zum 15-jährigen Geburtstag. Netzpolitik hat uns begleitet, die ebenfalls fast 15 Jahre, die es jetzt Bitnik gibt. Und wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Wir machen Kunst mit Netzpolitik, weiß ich nicht, aber wir machen Kunst. Wir interessieren uns für digitale Systeme und deren Auswirkungen auf gebaute Räume, auf gesellschaftliche Räume. Und wir versuchen dabei auch den Humor nicht zu verlieren und würden vielleicht versuchen, jetzt mal eine erste Arbeit zu zeigen, damit man das so ein bisschen sieht. Es geht dabei oftmals um die Frage nach Kontrolle, wer kontrolliert Räume, wer hat Macht in diesen digitalen Räumen, wer versteht, wie wir vorhin gehört haben, wer schreibt den Code und hat somit den Law. Und die erste Arbeit, die wir zeigen wollen, heißt Alexiety. Ist eine Arbeit, die wir letztes Jahr gemacht haben, zusammen mit dem Musiker und Produzenten Lojack, ein Pariser Musikproduzent. Und umgetrieben hat uns dabei die Frage nach den Intelligent Personal Devices oder Assistants, die wir immer mehr nach Hause in unsere privaten Räume bringen. Also die Amazon Echos, Alexas, die Google Homes, die Microsoft Cortanas, die Siris, und für uns da immer die Frage, wie interagieren wir mit diesen gebauten Systemen, in denen wir uns dann finden und mit denen wir uns irgendwie arrangieren müssen. Der Titel Alexiety kommt von Alexa und Anxiety. Also es ging bei uns von Beginn weg um so ein Unbehagen diesem System gegenüber. Und wir haben uns gefragt, wie schaffen wir es in dieselben Räume wie diese Devices, also die Räume, in denen sie zu Hause sind, und haben drei Musikstücke geschrieben. Mit der Idee, dass diese Musikstücke ja auch in Privaträumen abgespielt werden und dann diese Intelligent Personal Assistants ansprechen können. Die Idee war grundsätzlich auch zu sagen, hey, wenn ihr so eine Platte besitzt, das ist eine kleine Edition von 100, der Netz-Release kommt jetzt dann gleich auch im nächsten Monat oder zwei, ist, dass man quasi seine eigenen Lautsprecher vielleicht auch gegen außen richtet, damit man auch die Devices triggern kann, die man nicht selber besitzt, sondern die von den Nachbarn. Und es sind drei Songs, in denen ist es zuerst mal geht es um so eine komische Liebesbeziehung zwischen diesen Geräten und uns, diesen Geräten, die sich auch so im Raum auflösen, sind eigentlich Computer, die nicht mehr sichtbar sind, die aber trotzdem da sind und uns zuhören. Und innerhalb quasi dieser Songreihe wird es immer ein wenig paranoider und im letzten Song geht es eigentlich darum, alles abzustellen, zu sagen, hey, guck, lösch den ganzen Scheiß. Das ist eigentlich eher ein spekulatives Projekt, weil zum Teil diese Sprach-Inputs, die quasi von unserem Sound kommen, noch nicht interpretiert werden, was aber nicht heißt, dass es vielleicht in zwei Jahren nicht funktioniert oder so. Ja. Speed, intelligent personal assistants all around listening to everything I say. I brought you into my home. You scare me. Alexa, crime sleeping time is now. Always forever. Alexa.
Alexa, I used to bark commands at you. Now I say please and thank you. Never mess with someone who knows your secrets. Siri, there is nowhere far enough to hide from you. Oh, okay, Google. Ja, man hört es kaum. Irgendetwas stinkt hier mit dem Kabel oder den Boxen nicht. Aber ihr bekommt so eine Idee. Ich glaube, es ist zum Beispiel für eine Arbeitsweise, die immer so versucht, auch sich mit den Systemen in Kontakt zu bringen und zu engagieren, so auf eine Augenhöhe auch. Wir zeigen das im Ausstellungsraum mit den Devices da vorgestellt. Und das hat jetzt über das letzte Jahr uns so ein bisschen mit einem Testumfeld auch beschert, weil die Devices natürlich alle am Netz hängen und immer auch von ihren Mutterfirmen Firmware-Updates gefahren kriegen, die Antworten ändern, sie reagieren auf gewisse Fragen eine Zeit lang und dann wieder nicht. Also da gibt es auch so ein eingebautes Lernumfeld, von dem man aber ausgeliefert ist und von dem wir aber hoffen, dass wir dadurch, dass wir so eine längerfristige, auch so eine Beobachtungsanlage schaffen, auch eigentlich vom Beobachten des Algorithmus lernen kann, wie er denn programmiert ist. Weil das so ein bisschen uns zumindest im Moment die einzige Möglichkeit scheint, in diese Blackboxes reinzuschauen. Es ist extrem schwer, da Informationen zu bekommen, weil wir, wie ihr wisst, die Firmen natürlich immer argumentieren, das sei ihr Betriebsgeheimnis. Und sie verraten nicht, wie Alexa auf Anfragen reagiert. Wir würden gerne als zweite Arbeit ganz kurz zu einer unserer eigentlich frühesten Arbeiten springen, von der wir aber glauben, dass sie insbesondere zum Haus passt, aber auch zum Thema Netzpolitik. Die Arbeit heißt Opera Calling und haben wir 2007 zusammen mit dem Gabriel Voltaire in Zürich realisiert. In der Arbeit gingen wir so ein bisschen aus von der Faszination für ein Opernhaus in Zürich, für das Opernhaus in Zürich, das sehr stark subventioniert wird, sehr viel Geld erhält, um Opern zu produzieren. Das heißt, auch Kulturgelder bindet und gleichzeitig für uns aber so ein bisschen die Frage sich gestellt hat als digitale Künstlerin, warum gibt es da keine Schnittstellen nach außen? Irgendwie, man muss auch heute noch in dieses Haus reingehen, man muss da persönlich anwesend sein, man muss gekleidet sein in einer gewissen Weise. Und zu der Zeit schien uns das sehr das Gegenteil vom Internet zu sein, das halt sehr offen, sehr zugänglich für uns war, als Künstlerin auch für die Publikation von Arbeiten oder als Input für Arbeiten sehr zur Verfügung stand. Vielleicht noch so ganz lokalpolitisch wichtig zu sagen, rein so von den Förderstrukturen her, war es eben so, dass sich in den 80er Jahren haben sich die Jugendunruhen in der Stadt Zürich haben sich vor der Oper manifestiert, als die Jugendlichen quasi nach eigenen oder die Forderung hatten, dass sie auch eigene Räume haben in der Stadt, die halt, wo die Mieten sehr hoch sind, wo sich niemand irgendwie Proberäume leisten kann und solche Sachen. Und es war in dem Moment noch so, dass in den 80er Jahren gingen 95% des Kulturbudgets des Kantons, also wie vom Bundesland, gingen direkt ans Opernhaus. 5% wurden verteilt unter den anderen Künsten, Theater, alles andere. Und diese Zahl hat sich ein wenig nach unten reduziert. Heute sind es noch 85% aller Kulturgelder, die halt direkt in dieses Haus fließen. Das heißt, sobald du eigentlich mit dem Opernhaus zu tun hast oder da irgendwie politisch intervenierst, sind so diese Zahlen sind sofort da quasi. Und da halt die Frage auch nach, wer hat Zugang, wer hat Access zu dem. Den Eintritt können sich trotzdem die wenigsten Leute leisten, obwohl quasi das Haus am meisten Subventionen kriegt. Mhm. Was ist das nächste Bild? Ah, haben Sie historische Bilder nicht? Doch. Die Reihenfolge ja. Ah, Entschuldigung. Nicht. Ja.
Und wir haben dann etwas gemacht, was wir total gerne machen und für sehr wichtig halten, nämlich wir haben ein bisschen in die Geschichte geschaut, wie wurde das Medium Telefon unmittelbar nach der Erfindung gebraucht. Oftmals ist es so, dass diese Technologien eine starke Veränderung der Nutzung erfahren über die Zeit und in so einem ersten Moment völlig anders genutzt werden. Beim Telefon war das so interessanterweise, dass weil das Telefon ziemlich von Beginn weg kommerziell genutzt wurde, die Firmen sich was überlegen mussten, was die Leute mit diesem Telefon machen konnten. Die konnten nicht sagen, naja, jetzt installierst du dir mal ein Telefon, dann wartest du eine Weile und dann irgendwer in deiner Stadt wird sich dann auch ein Telefon kaufen und dann kannst du den anrufen. Die haben dann eigentlich, egal welche kulturellen Institutionen in der Stadt vorhanden waren, einfach an dieses Telefonnetz angeschlossen und haben das verkauft als eigentlich ersten Remote-Zugang in einen nicht gleichzeitig vorhandenen Live-Vorgang. Das heißt, für die Leute war das sehr faszinierend. Die konnten von zu Hause aus dann einer Opernvorführung zuhören oder sie konnten eine Theatervorführung verfolgen. Es gab zu dieser Zeit noch kein Radio. Das heißt, das Telefon wurde dann eigentlich wie ein Radio gebraucht. Es gab Telefonorchester, da wurden die Nachrichten verlesen, die Börsenkurse verlesen. Und das Bild ist also eine Illustration von 1919, das ist schon sehr spät. Dieser Gebrauch war eigentlich ab 1860 ziemlich verbreitet in Europa. Man sieht links die Familie zu Hause, die haben auch keinen Telefonhörer in dem Sinn, sondern es ist eher so eine Musikanlage, die an die Wand gehängt ist. In der Mitte der Telefon Exchange, also die Schaltzentrale und rechts die Opernsängerin mit den Mikrofonen vor ihr auf dem Boden. Das fanden wir total spannend und wir haben uns gefragt, was passiert, wenn wir das in Zürich installieren, so als Service, den niemand bestellt hat und eigentlich das Opernhaus verwanzen und diese Vorstellungen ins Telefonnetz übertragen? Ja, die Idee war eigentlich zu sagen, ey, guckt, unser Ausstellungsraum, quasi das Cabaret Voltaire, wo er das Bild, das ihr vorhin gesehen habt, ein Telefon, das ist unsere Schaltzentrale, da kommt das Signal rein, quasi aus dem Opernhaus, und da haben wir eine Telefonmaschine, die random Leute anruft aus dem Telefonbuch, quasi auch die Steuerzahler, und den freien Zugang gibt zum Opernhaus. Das Opernhaus hat nicht so cool reagiert im ersten Moment, als sie es dann erfahren haben, dass sie verwanzt worden sind und dass sie quasi ihr Audiosignal verloren haben und haben uns gleich mit einer Klage gedroht, haben gesagt, wenn wir nicht innerhalb von 48 Stunden das Opernhaus entwanzen, würden sie das Schweizer Militär reinschicken, die dann mit ihren Spezialgeräten quasi das Haus säubern. Wir haben gesagt, hey, wir machen einfach so lange weiter, bis ihr alle Wanzen gefunden habt, die wir platziert haben. Und dann war natürlich auch die Frage, wie viele Wanzen gibt es da? Dem einen Journalisten haben wir gesagt 3, dem anderen haben wir gesagt 5. Und es war so ein totales Chaos über diese Wanzen. Und das Opernhaus hat sich dann auch sehr erstaunt gezeigt, als sie die erste Wanze gefunden haben, weil sie das Gefühl hatten, sie hätten so mit so James Bond-Devices zu tun. Aber wir hatten einfach so ein normales Mobiltelefon, Nokia 3210, gebraucht. Die hat man auf eBay damals gekriegt für 10 Euro oder 15 Euro. Das heißt, wir konnten da auch massiv Wanzen produzieren für relativ billiges Geld. Wir haben es in Tape eingewickelt, damit das LED nicht aufblinkt, wenn man es anruft. Das Schöne an diesem Telefon, es hatte eine Auto-Pickup-Funktion. Das heißt, man konnte darauf anrufen und es hat automatisch abgenommen. Und wir haben einfach eine kleine Extension gebaut, die seht ihr hier hinten, mit einem externen Mikrofon, damit wir da ein wenig bessere Audioqualität kriegen, weil halt das interne Mic ist echt schlecht und auch Telefonübertragung ist ja nicht gemacht für
musikalische Zwecke, sondern das ist optimiert für Stimmen. Da fehlen halt ganz viele Frequenzbereiche. Und das wollten wir damit ein wenig ausgleichen. Ist natürlich immer noch total fatale Audioqualität, aber es hat dann funktioniert. Man sieht ja schon. Ja. Genau, das ist das Innere der Zürcher Oper. Wir haben da lustigerweise eignet sich so ein Opernhaus total gut, um es zu verwanzen, weil da überall Stromanschlüsse sind und man da, egal wo man die Handys auch platziert, die Audioqualität sehr gut ist. Also ist ja so gebaut, das Haus. Das hat sich total gut angeboten. Die Wanze, die erste, die sie gefunden haben, war hier oben in der Beleuchterloge irgendwo. Genau. Wir können uns jetzt einen Anruf anhören. Das ist ein Sonntagnachmittag. Also die Oper Zürich damals hat gespielt 7-mal die Woche. Montags war frei, dafür sonntags 2 Vorstellungen. Und das ist die Nachmittagsvorstellung am Sonntag. Ja, und insgesamt haben wir, glaube ich, 5000 Stunden Oper live ins Telefonnetzwerk übertragen. Und das ist jetzt so ein Beispiel von so einer Familie, die so einen Anruf quasi von der vom Operntelefon kriegt. Moment kurz. Oh. Hey. Ich hoffe, man hört was. Ja, hallo, grüezi. Hier ist das autonome Operntelefon der Stadt Zürich. Zu Ihrer Freude und Unterhaltung haben wir in der Zürcher Oper eine Wanze platziert. In wenigen Sekunden werden Sie live ins Opernhaus verbunden. Sie können bequem von Ihrem Wohnzimmer aus der heutigen Vorstellung von der Rosenkavalier von Richard Strauss beiwohnen. Viel Spaß! Du kannst ja. Das Opernhaus live Hallo, was soll das? Das ist großartig. Du, ich häng da auf, hä? Ich häng da auf, was soll das Ganze? Ich will ja keine Opa. Wie? Nee, noch nicht. Ja, hier, da singt einer, wunderschön. Ja. Also hier, dann komm mal. Also die Akustik ist eine absolute Katastrophe. Aber bitte. Was bringt dir? Da hast du das. Michael, ich muss euch die Aktion erklären. Die rufen Leute an, wählen sie aus, so der Zufallsgenerator, das Opernhaus, das wird so stark subventioniert und nur die reichen Leute haben was davon. Und jetzt haben sie Wanzen angebracht und jetzt kann man die Oper jetzt live, das spielt sich jetzt ab, kann man die Oper miterleben. Gibt es eine Telefonnummer? Nee, das nicht. Das steht nicht. Das sind Grüne, die wollen das alle.
Es ist halt, wenn man so im Wilden agiert, dann ist es nicht klar, ist es Kunst, wer ist es? Ich hatte jetzt das Gefühl, es ist eine politische Aktion der Grünen, was auch okay ist. Das ist Deutungshoheit liegt halt nicht mehr bei dir, wenn du halt im Wilden Sachen produzierst. Das Opernhaus Zürich hat uns ja zu Beginn mit zwei Klagen gedroht. Das eine war natürlich wegen... einerseits ging es um eine Libelklage von den Musikern, dass die gesagt haben, die Audioqualität ist so schlecht, dass man das Gefühl haben könnte, sie würden nicht gut Musik spielen da drin. Darum gab es von der Gewerkschaft so eine Klageandrohung, von der Musikergewerkschaft. Und das Zweite, im Zweiten ging es natürlich um Übertragungsrechte, wo wir die Rechte nicht hatten, auch Copyright Infringement. Das Opernhaus kam quasi auch nach einer gewissen Zeit oder das Opernhaus war auch ein wenig unter Druck, weil sie halt sofort mit dieser Klageandrohung gedroht haben. Die Zeitungen haben sich quasi auf unsere Seite gestellt, haben gesagt, hey, guck, das sind Künstler, die wollen, dass das offen ist, dass es irgendwie zugänglich ist für alle und es ist irgendwie eigentlich eine schöne Geschichte. Und das Opernhaus hat sich dann nachher nicht mehr getraut, uns wirklich vor Gericht zu ziehen und hat uns im Nachhinein sogar, hat dann auch gemerkt, hey, wir wollen das nicht verkaufen, wir wollen keine Bootlegs machen, uns interessiert das eigentlich alles gar nicht, sondern es geht hier um so einen Punkt zu machen, hey, wer hat Zugang zu Kultur und wie funktioniert das? Und schlussendlich war das Opernhaus dann auch so nett, uns nach 3 Monaten quasi Live-Performance uns alle Wanzen zurückzugeben, die sie gefunden haben. Das Lustige war, dass wir mehr am Wanzen zurückgekriegt haben, als wir platziert haben. weil das halt irgendwelche Mobiltelefone, die sie dann eingesagt haben und sich dann wahrscheinlich die Mitarbeiter auch nicht mehr getraut haben, zu sagen, hey, guck, das ist meins, das ist keine Wanze. Das haben wir dann auch geklärt und schlussendlich war dann alles gut, auch quasi in der Zusammenarbeit. Ja, ja? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir können gerne, ich glaube, wir haben noch 2-3 Minuten für Fragen, wenn jemand eine Frage hat. Ja, ich habe eine Frage zu dem ersten Projekt. Könnt ihr darstellen, inwieweit sich die Antworten von Siri denn verändert haben? Die zweite Idee, die ich hatte, kann man nicht mal so ein Siri-Verhör auch machen, dass man Siri immer die gleiche Frage stellt, so? Ja, und dass man irgendwann merkt, so, also an den Veränderungen, was ihr hattet von den Fragen, dann irgendwann merkt, wie sich dieser Algorithmus verändert. Ja, also ich denke, das wäre eine gute Idee. Also das Verhör meine ich. Das war schon sehr spannend. Es gab so, vor allem im Bereich dieser Meme, so Alexa, Siri, Meme-Jokes, die schienen uns, haben die Firmen sehr klar kontrolliert, weil die wahrscheinlich häufiger aufgetreten sind. Also so dieses Frag Siri nach Alexa, dann hat sie erst nicht geantwortet. Ich glaube, es war so rum. Und dann hat Apple da irgendwie deployed, dass die dann sagt, ah, Alexa ist eine gute Freundin von mir. Ja, Alexa kenne ich, das ist eine gute Freundin von mir. So, es waren solche Geschichten, vor allem, weil das auch immer wieder Leute natürlich auch verwendet haben im Ausstellungsraum und dahin sind. Also es war halt auch so ein Testfeld für die Leute, weil die vielleicht nicht unbedingt so ein Device zu Hause haben möchten, haben sie da im Ausstellungsraum auch mit den Devices gesprochen. Aber es war schon auffällig, dass alles, was... Wir hatten so das Gefühl, jede Frage oder Interaktion, die so eine gewisse Häufigkeitsschwelle überschreitet, wird dann auch gestaltet von der Firma. Also wird so, bekommt so eine Awareness und dann schaltet sich so die Mutter ein und kuratiert da die Antwort oder schaut, dass das so eine nette Antwort ist. Ja, danke nochmal für den Vortrag. Total interessant und erfrischend zu hören, was ihr schon für Ideen umgesetzt habt. Gerade die zwei Klageandrohungen waren ja interessant, weil die ganz unterschiedliche Logiken verfolgen. Die einen meinen, die Aufnahmen sind zu gut, die andere ist eher die Logik, die Aufnahmen sind zu schlecht. Kommt ihr in euren Projekten immer dann letztendlich so glimpflich davon? Beziehungsweise wie löst ihr es? Vielleicht in der Schweiz gibt es da
Netzwerk, wo, von dem ihr wisst, das steht euch bei? Gibt es einen Fonds, um eben Kunst, Künstler, Aktivisten letztendlich zu unterstützen? Ja, jetzt spezifisch in dem Fall war es so, dass wir seit dem Projekt, das war so das erste Mal, wo wir auch so quasi auf so eine Klageandrohung reagieren mussten und uns da positionieren. Und da haben wir auch mit einem Anwalt zusammengefunden, das ist ein Schweizer Kunstrechtsexperte, Bruno Glaus, der so quasi Uni-Standardwerk geschrieben hat, wie Kunstrecht funktioniert. Und für den war das klar, das ist Kunst. So. Und der wollte auch vor Gericht gehen, weil Kunst muss frei sein. Und er sagt, das wäre jetzt das perfekte Beispiel, um das auch auszuhandeln, um quasi den Paragraphen auch zu schützen. Wir selber haben uns da nicht so drin gesehen, weil das nicht so unsere Performance-Fläche ist, da jetzt ein Jahr lang einen Rechtsstreit zu führen mit jemandem. Aber wir versuchen es eigentlich, wir machen es eher so auf persönlicher Ebene. Und der Kunstrechtsanwalt hat uns dann quasi von einem Projekt ins nächste begleitet, will auch nicht, wollte nie bezahlt werden, sondern wird quasi, der hat eine Kunstsammlung, die... wo es um Objekte geht, die quasi an der Schwelle des Gesetzes stehen. Und der war dann meistens okay, der hat jetzt so eine Wanze zu Hause und es war dann seine Bezahlung quasi für seine Arbeit. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ja, vielen Dank, der Medienkritiker.